Hallo zusammen, ich bin für euch jetzt ans Meer gefahren, genauer gesagt ans Mittelmeer und noch genauer auf die Insel Elba, ans Tyrrhenische Meer. Seht ihr hinter mir? Aber wie genau ist ein Mittelmeer jetzt definiert? Das erfahrt ihr in diesem Video. Mittelmeere sind ganz allgemein Meere, die durch Inselketten, unterseeische Schwellen oder sonstige Landmassen vom Ozean abgetrennt sind und nur eine ganz schmale Verbindung zum Ozean haben. Klassisches Beispiel dafür ist das europäische Mittelmeer. Es gibt jetzt interkontinentale Mittelmeere und intrakontinentale Mittelmeere. Interkontinentale Mittelmeere, klassisches Beispiel, das europäische Mittelmeer, das zwischen den Kontinenten Afrika und Europa liegt. Intrakontinentale Mittelmeere wären beispielsweise die Ostsee, die nur von Europa umgeben ist, beziehungsweise die Hudson Bay, die nur von Amerika umgeben ist.